Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Immer wieder bietet das Leben auch Herausforderungen, Schocksituationen oder auch ja, Vorhersagen, die vielleicht dem einen oder anderen auch Sorgen und Ängste machen können. Doch wie gehen wir mit solchen Themen um? Gibt es eine Art, wie wir wirklich in guter Verbindung zu uns in einem Vertrauen und auch Gelassenheit bleiben können? Und ja, wie das geschehen kann und wie wir uns auch mit uns selber gut verbinden können, das besprechen wir heute mit Stefan Meyer. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Stefan. Hallo, schön, dass du da bist. Danke dir. Es gibt ja unzählige Herausforderungen im Leben. Also es gibt ja von plötzlichen Todesfällen, Berufskündigungen, Existenzverlust oder was auch jetzt natürlich medial immer mehr kommt mit Krisen und Gefahren, die natürlich auch unseren Kindern und Jugendlichen auf den Straßen begegnen können. Wir haben natürlich bisher immer so die Situation gehabt, dass, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, doch damit immer sehr viel Drama kreiert wurde. Hm. Bei Todesfällen oder Schicksalsschlägen oder wenn man sich Sorgen gemacht hat. Also es war immer so eine recht viel Emotionen und Drama. Aber verändert sich da jetzt was oder sind wir da noch in diesem? Also es verändert sich schon was. Und zwar liegt das daran, dass wir es schaffen, mehr in Verbindung zu sein. Wir sind ja grundsätzlich als Menschen schon abgetrennt, sowohl von uns selbst als auch von den Situationen, die passieren. Und wenn mal etwas Schwieriges kommt und ich ein bisschen im Vertrauen bin, ein bisschen Wahrnehmung habe zu mir selbst, dass ich nicht nur dieser Körper bin, dass ich auch ein innerer Raum bin und auch ein bisschen Wahrnehmung zum Leben. Also, dass es doch eine größere Geschichte gibt, dass nicht alles nur abläuft von Zufällen her oder von Negativem geleitet. Das macht es grundsätzlich für Menschen schon leichter, mit schwierigen Dingen umzugehen. Und das ist heute, denke ich, ja, in der Breite sichtbar. Dennoch ist es trotzdem herausfordernd. Das Leben findet ja immer wieder Möglichkeiten, uns selber auch zu fordern. Ja, wir hatten ein Interview, da ging es darum, den eigenen Raum zu halten. Mhm. Das ist ja hier auch Teil davon, wenn eine schwierige Situation kommt, nicht in mich zusammenzubrechen. Nicht einzuknicken und zu denken, oh mein Gott, und in irgendwelche Szenarien zu verfallen, in den Kopf zu verfallen, sondern erstmal, okay, Ruhe, dann mal versuchen zu bleiben, nicht irgendwie abzurutschen aus der Kraft, wenn sie denn da ist, oder aus der möglichen Kraft, je nachdem, wie weit ich da schon bin in meiner Entwicklung, heraus das zu betrachten. Und dann geht es noch weiter, dann kann ich mich auch verbinden mal mit der Situation. Es sei denn natürlich, ich komme in einen Schock. Ja, irgendeine Nachricht, oh mein Gott, ich muss was nachbezahlen oder jemandem ist was passiert oder jemand ist verloren gegangen, ich finde den nicht mehr und ich bin im Schockzustand, dann muss ich zwingend versuchen, da rauszukommen. Das geht durch Atmen, das geht durch raus aus dem Verstand, wirklich nicht mehr denken, was es sein könnte, mich zurückziehen, wenn es geht, für einen Moment die Geschichte vergessen, atmen. Wer es kann, verbindet sich zur Erde, verbindet sich nach oben, in die geistige Welt, verbindet sich vielleicht sogar mit dem Bewusstseinsfeld und dann kann ich schauen, worum geht es. Und das mache ich optimalerweise, indem ich mit einer Geschichte auch verbunden bin. Also, da passiert was Negatives vermeintlich. Ich bleibe ruhig, bleibe in meinem Raum, atme und jetzt verbinde ich mich mal damit, mache das breit auf, ja, lasse mich nicht eng werden und sorgen, sondern bleibe ganz weit, so weit wie es geht. Und wenn ich merke, es geht, wird enger, dann muss ich Abstand kriegen von der Situation und mich wieder weit machen. Dann kann ich schauen und gucken, worum es wirklich geht. Mhm. Das kann es natürlich auch akut Situationen geben. Ich hatte es letztens auch davon, wenn Babys auf die Welt kommen und es ist dein erstes Kind und es brüllt und du bist völlig überfordert und weißt nicht, wie kann ich diesem Kind jetzt helfen. Das sind ja auch Situationen, wo ganz viele Menschen auch
wirklich an ihre absolute Grenze kommen. Kennen wir ja dann auch, dass manchmal auch Kinder wirklich aus Verzweiflung geschüttelt werden, weil man einfach nicht weiter weiß. Mhm. Und da auch, wie würdest du sagen, in der Akutsituation, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich setze mich mal hin und fühle mal rein, weil das ist ja dann wie so ein Ausnahmezustand. Mhm. Also es gibt schon Situationen, da können wir nichts anders machen, als sie zu durchleben. Weil wenn ich mir vorstelle, das eigene Kind schreit so sehr und ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, da gibt es das Lesen im Bewusstseinsfeld, könnte ich mal lesen lassen, was die Ursache dafür ist. Ich habe sowas nicht, ich habe auch keinen Heilpraktiker, irgendwie weiß ich es nicht. Oder es kommt eine Situation, die mich einfach im ersten Moment überfordert. Ja, dann muss ich da einfach auch mal durch. Also jeder von uns hat das schon im Leben gehabt, da gibt es keine Lösung. Oder dir fällt sie jetzt nicht ein. Du hast nichts. Du musst einfach durch. Und dann habe ich für mich erlebt, dann ist es Augen schließen, atmen, wirklich atmen und dann einfach die nächste Kraftebene kommen zu lassen. Also einfach weiterzumachen. Ich mache einfach weiter. Ich kann eigentlich nicht mehr und mache trotzdem weiter. Denn das ist auch schon ein großes Learning, dass es immer weitergeht, auch wenn ich denke, es geht nicht mehr. Ich glaube, wenn ich dir gerade so zuhöre, ist mir gerade so ein Bild gekommen, wie als ob Eltern und Kind auch so vermischt sind, dass man vielleicht auch sich abkoppelt und sagt, okay, du Kind schreist jetzt, aber gut, die Frage natürlich, was ist der Schmerz in mir, wo schreit es in mir, was eigentlich das auslöst, dass es mich selber so in Rage bringt, da haben wir doch auch oft diese inneren eigenen Kinder, die Kinder uns spiegeln in dem Moment. Mhm. Dass man da vielleicht auch, wir hatten ein Interview über Abgrenzung, oder? Über einen eigenen Raum halten. Sagt, okay, das ist mein Kind, der schreit jetzt, oder das Kind, der Baby schreit jetzt. Aber ich bin in der Lage, diesen Raum zu halten, weil ich keine inneren, traumatischen, inneren Kinder in mir drin habe, die schreien. Weißt du, was ich meine? Durch das. Ich glaube, teilweise. Es ist ja schon ein schwierigeres Thema, wenn ein Kind schreit. Wenn man wirklich da mitfühlt und möchte nicht, dass dieses Kind leidet, ist eine echt schwierige Situation. Ist ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, ich habe eine Nachzahlung vom Finanzamt. 30.000 Euro. Kann man jetzt natürlich auch projizieren. Ich weiß nicht, wie ich es bezahlen soll. Also ist schon eine Extremsituation. Und ich denke, da bei dem Kind macht man sich schon echt schnellstmöglich auf den Weg, das zu lösen. Mhm. Man kann natürlich immer so ein bisschen diese Notfallvarianten. Ich finde, die absolute Notfallvariante ist atmen. Mhm. Wirklich, weil dann, wenn du gar nichts mehr hast, wenn du auch nichts weißt, was du machen sollst, dann atmest du und versuchst darin durch eine ruhige Atmung, kommst du einfach ein bisschen tiefer in deinen inneren Raum. Und wenn du es schaffst, nur zu atmen, wenn du die Geschichte ein bisschen aus deinem Kopf rauskriegst, dann wirst du auch ruhiger. Bei dem Kind wäre es aber schon so, dass das immer noch schreit. Da möchte man schon gerne eine Lösung finden. Und dafür, kann man sich dann, wenn sich das Schreien beruhigt hat, sich selber öffnen dafür. Wo ist die Lösung? Ich bin bereit, mich selber berühren zu lassen. Also es ist wie eine Aussage an das Leben. Ich bin wirklich bereit, die Schritte zu gehen, die es braucht. Aber auf ehrliche Art, nicht unbedingt auf so eine, ich mache, was kommt, nicht auf so eine harte, sondern eher auf so eine weiche Art. Und dann sich berühren zu lassen, wo ist die Lösung? Denn das Leben führt einen dann irgendwo hin. Und vielleicht ist es jemand, der ins Feld lesen kann und gucken kann, was kann man hier machen? Vielleicht ist es irgendein Arzt, ein Heilpraktiker. Vielleicht kommt man selber auf eine Idee. Mhm. Ja, also das sind die sehr schwierigen emotionalen Geschichten. Ich würde mal sagen, wir reden hier von auch schwierigen und dennoch, alltäglicheren ist das ja auch nicht. Das sind schon auch Ausnahmesituationen, wenn man irgendwie eine große Nachzahlung hat. Mhm. Also Kind hat ein bisschen extra. Ja. Extra Position. Ich muss dich herausfordern ein bisschen. Bist du ja öfters da. Mit was kommen denn die Teilnehmer zu dir? Mit welchen Themen? Was sind so die Herausforderungen, wo die sagen, da bin ich erstmal aus der Bahn geworfen, habe aber durch das Bewusstseinsfeldlesen für mich relativ schnell eine Lösung gefunden. Eine Sache ist, Kind will keinen Kontakt mehr zu mir. Oh ja. Das ist so ein Klassiker. Hat man jetzt auch sehr viel, diese Spaltung. Ja. Kind älter geworden oder mein Mann, meine Frau, Ex-Partner nutzen mich aus, nehmen mir alles weg. Mhm. Mir bleibt nichts mehr.
wenig gibt es mal irgendwie, ich habe eine Nachzahlung, eine große Rechnung, jemand hat mich finanziell vielleicht sogar betrogen, Geld ist weg. Und dann, ja, ist es immer, sage ich, erlaube, dass die Situation da sein darf. Mhm. Wirklich als erstes zu sagen, es ist okay. Nehmen wir mal das Beispiel, ja, mein Kind möchte keinen Kontakt mehr zu mir. Mhm. Okay, erlaube ich, dass es da ist. Und natürlich schmerzt das dann, wenn man zumindest möchte, mit dem Kind Kontakt zu haben. Aber ansonsten wäre das ja keine schwierige Situation. Und dann, ich erlaube es, ich beruhige mich und ich löse mich mal von der Geschichte an sich. Also, ich möchte unbedingt Kontakt. Das muss jetzt sofort wieder passieren. Ich löse mich mal davon und lehne mich mal wie zurück und bin bereit, vom Leben herauszufinden, worum geht's eigentlich für mich. Denn es gibt immer eine Lösung. Nur wenn wir uns eng machen, erkennen wir sie nicht. Und ja, dann geht's los auf die Suche. Was ist die Ursache dafür? Ich mache das mit dem Bewusstseinsfeld, wie immer, ist ja der Klassiker meiner Aussagen. Natürlich gibt es immer auch andere Wege. Und dann finde ich heraus, was hat das mit mir zu tun? Und zwar, indem ich mit dieser Situation in Verbindung bleibe. Ich habe mich auch in meinem früheren Leben, ich war so ein bisschen Kampfkunst interessiert auch und bin dann auch mal an sehr interessante Menschen gekommen, die da wirklich sich weit entwickelt haben, also weg vom Schlagen und Treten hin zu dem energetischen Aspekt dahinter. Und dann gibt es auch so eine Aussagen von wirklich Kämpfern in Asien, altes Japan, die mit ihrem Gegner wirklich in Verbindung waren. Die haben da keinen Gegner gesehen in diesen Menschen, sondern ah, okay, da kommt eine Situation auf mich zu. Die haben sich dann auch damit verbunden, als Sinnbild. Da kommt dann einer mit einem Schwert auf dich zugerannt. Du bist mit dem verbunden, erkennst den gar nicht als Gegner, sondern als Situation und bleibst offen, siehst es ein bisschen spielerisch, auch auf eine Art und Weise leicht. Und wenn der irgendwas macht, auf einmal reagierst du dann darauf. Und so ist das im Leben auch. Die Situation ist nicht der Gegner, sondern in Wahrheit der Freund möchte was zeigen. Und so kann man dann auch mit sehr schwierigen Situationen, muss man ein bisschen üben, klappt meistens nicht bei der ersten. Es ist sowieso oft so, dass die Sachen, die man auch schon weiß, man nicht immer gleich umsetzen kann in der jeweiligen Situation, sondern manchmal erst danach. Wenn ich es dann aber angewendet habe, dann schaffe ich es bei der nächsten schwierigen Situation schon kurz danach. Und bei der nächsten während der Situation und bei der nächsten manchmal sogar schon vorher. Und die Situation entsteht nicht mehr. Weil auch die Themen dahinter gelöst worden sind, die es hätten eigentlich einem spiegeln sollen. Mhm. Genau. Und es vermischt sich jetzt natürlich auch so ein bisschen mit dem Manifestieren wieder. Da hatten wir auch ein Interview drüber. Angenommen, ich habe jetzt eine herausfordernde Situation. Nehmen wir mal Trennung. Und man hat jetzt Angst, dass der Partner einen ausnimmt. Das war ja auch so ein Thema. Wie gehe ich dann damit dieser Situation durchs Bewusstseinsfeld? Weil auf der einen Seite gibt es ja auch die, die sagen, stell dir eine friedliche Scheidung vor. Ja, stell dir vor, was du bekommst, was dein Anteil ist. Und dann kann ich mich aber daran erinnern aus unserem Interview, dass man eigentlich da gar nicht so viel rummanipulieren sollte, sondern sich öffnen. Aber wenn natürlich der Mann oder die Frau der Spiegel sein soll, der einem Ungerechtigkeit widerfahren lässt, weil man das Thema Ungerechtigkeit vielleicht noch nicht gelöst hatte. Das ist manchmal dann auch so, du hast dann wieder so viel Information und das Glas ist schon wieder am Überlaufen und dann steckst du in der Situation und weißt nicht mehr, was du machen sollst. Soll ich jetzt eine Friede, Freude, Eierkuchen visualisieren? Ganz genau. Oder soll ich mich einfach nur hingeben? Oder muss ich ein Thema in mir auflösen? Oder was muss ich? Oder soll ich meinen finanziellen Reichtum einfach loslassen und sagen, ich schenke dir alles? Ist mir wurscht, ich hänge an gar nichts? Genau, viele Möglichkeiten. Also immer wieder das Gleiche. Ich brauche eine möglichst hochschwingende Antwort. Das ist auch was ich immer wieder empfehlen kann, auch eine Basisantwort. Was ist der hochschwingendste Umgang für mich mit dieser Situation? So, und dann setze ich mich hin und sage, 5 wirklich essentielle verschiedene Möglichkeiten. Manchmal, wenn man das noch ein bisschen detaillierter auffächert, dann könnte man auch 50 daraus machen, weil die noch so Abstufungen in sich haben. So, und dann fühle ich hin, was ist wirklich der hochschwingendste Umgang?
Das ist was wir, glaube ich, diesen Satz habe ich hier noch gar nicht gesagt. Nee. Das ist etwas, was ich auch über die Jahre für mich erfahren habe. Und dann fühle ich hin. Wo zieht es mich hin? Was ist wirklich wahr? Und wer diese Wahrnehmung noch nicht hat, der kann, heutzutage ist es einfach, bei mir kann man es im Bewusstseinsfeld machen, woanders geht es genauso, kann ich das in der Verbindung zum höheren Teil von mir selbst einfach fragen. Also ich gehe ins Bewusstseinsfeld und frage, okay, das ist die Situation, was ist denn wirklich dran? Was ist für mich wichtig hier zu wissen? Das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt in unserem Leben, dass wir nicht wissen, warum sind die Dinge da, was ist die Ursache dafür, was soll gelernt werden und was braucht es, damit sie aufgelöst werden. Und das ist möglich. Das kann man mit dem Feld machen, weil es wirklich sehr intensiv ist. Das kann man aber auch alleine machen. Was ist der höchst schwingendste Umgang? Und höchst schwingend bedeutet nicht, dass irgendein Ziel für mich erreicht werden muss, sondern was ist einfach wahr? Was ist wahrhaftig? Ich sehe, da gibt es einen anderen Menschen. Ich sehe, da gibt es verschiedene Situationen. Da gibt es mich, auch mit meinen Bedürfnissen. Und wo geht's wirklich hin? Wunderbar. Funktioniert wirklich gut. Wenn ich jetzt natürlich das Bewusstseinsfeld lesen schon richtig praktiziere und mein Leben integriere und ich bin jetzt in so einem Scheidungsprozess, dann könnte ich doch eigentlich während dem Anruf, wenn jetzt der Partner einen attackiert und man früher eigentlich mit ins Drama, in den Krieg eingestiegen wäre, direkt mal zu sie sagen, was wäre jetzt die höchst schwingende Antwort? Der höchst schwingende Umgang, die höchst schwingende Antwort. Wie kann ich jetzt darauf reagieren? Worum geht es hier wirklich? Und dann kann ich ja relativ schnell eine Veränderung herbeiführen. Wirklich, also so schnell. Ich habe es oft erlebt, auch persönlich und auch mit anderen Menschen, wenn zwei sich streiten, wenn der eine zurücktritt und sagt, okay, ich verstehe dich. Es tut mir echt leid. Ich habe das gar nicht so gesehen wie du. Und wenn man sich wirklich mal einlässt auf das, was der andere möchte, dass der sich dann ganz schnell verändern kann. Dass der auf einmal auch anfängt und sagt, naja, es tut mir eigentlich auch leid. Weil Menschen, die ehrlich Entschuldigung sagen und aufmachen, die werden selten weiter attackiert. Es gibt so Extremfälle, ja, da macht einer immer weiter, immer weiter, immer weiter, den man auch mal stoppen muss, bis hin zu, keine Ahnung, polizeilichen Maßnahmen, alles sowas gibt's ja. Aber dieser große Normalfall in der Mitte, wenn man wirklich nachlässt, nachgibt, loslässt, und versucht, den anderen ganz ehrlich zu verstehen. Vielleicht auch mal noch, manchmal ist man ja auch ein bisschen sauer auf den anderen, wie er reagiert, darüber mal hinweggeht und sagt, oh, ich bin eigentlich sauer, ich würde gern, dass der jetzt versteht, wie ich das sehe, weil, wie ich es sehe, ist doch richtig, sonst würde ich es ja nicht so sehen. Und davon mal wegtritt und sagt, okay, ich gebe meine eigene Grenze, ich entschuldige mich. Damit kann man auch manchmal ganz viel bewegen und dann kommt wieder Verbindung rein. Ich finde es immer wieder so in den letzten Jahren, die Männer, die dann versucht haben, den Frauen mit dem Kindesentzug zu drohen, wo ich immer gesagt habe, gib den Männern doch die Kinder mit, ihr kriegt die nach einer Woche wieder zurück. Also mach's doch einfach, ja. Weißt du, es ist ja nur ein Versuch, irgendwie zu kämpfen, ja. Aber bitteschön. Das wäre im großen Vertrauen zu sein, ja. Das würde wahrscheinlich echt funktionieren. Es ist so, sicherlich. Also ich gehe schon, ja, weil es eigentlich ja nur eine Methode ist, den anderen irgendwo zu verletzen, ja. Das stimmt, vor allem wenn es mehr als ein Kind noch ist. Ja, super. Also, du kriegst alle drei. Ja. Ja. Und durch das kommt natürlich dann auch ein ganz anderer Zustand wieder zustande. Ja. Also weil ich merke natürlich, dass die Angst, dass die Kinder einem genommen werden, bei vielen Müttern eine ganz tiefe Urangst auslösen. Vielleicht, wo mir schon mal ein Kind genommen worden ist, ja, da wird ja was ganz Altes angetriggert, könnte ich mir vorstellen. Absolut, ja. Wo man dann auch wirklich selber mit dem Bewusstseinsfeld arbeitet und sagt, geht es jetzt wirklich um meine Kinder? Oder genau. Was kann denen denn passieren, wenn die beim Papa sind? Bei all diesen schwierigen Situationen wird irgendwas in mir angetriggert, weil sonst könnte die Situation ja nicht kommen. Man kann sich so eine Situation vorstellen wie ein eigenes Lebewesen und es kommt nur mit mir in Verbindung, weil da eine Resonanz ist, weil es da etwas gibt, wo die sich treffen können miteinander. Also wo die wirklich dann ineinander gehen. Und das bedeutet, jede Situation möchte mir was zeigen. Und wenn ich denn so gut schon unterwegs bin, zu sagen, wow, Kinder, jetzt, oh, das erreicht mich schon, merke ich so, dass ich da auch Angst kriege. Aber jetzt schaue ich mal, was hat es mit mir zu tun? Was hat dieses Thema mit mir zu tun? Und danach, was ist der höchst schwingende Umgang
für mich mit dieser Situation? Und dann, es gibt Extremfälle, wo die Kinder weg sind, aber das sind Einzelfälle. Das ist wirklich dann auch selten. Und da muss man dann weiterschauen. Warum? Ich habe ja hingeguckt. Warum hat sich nichts verändert? Dann gibt es Themen, die ich so noch nicht entdeckt habe. Aber bei ganz vielen löst es sich dann. Die Sachen lösen sich. Das Leben ist nicht dazu da, um mich ständig auf den Boden zu werfen, dass ich verletzt bin und nicht weiterkomme, sondern es zeigt mir einfach sehr deutlich, wo ich mich noch nicht bewegt habe. Was ist dann bei denen passiert, wo eben mit den Kindern keinen Kontakt hatten? Kannst du da vielleicht mal so ein Beispiel nennen? Da muss ich versuchen, mich zu erinnern, weil oft dieses Thema dann nicht wieder zur Sprache kommt. Es sind auch mittlerweile so viele Teilnehmer, dass dieser Austausch dann nur recht begrenzt ist. Aber ich versuche mal kurz eine Sache. Ich habe was, wo Kinder mit im Haus wohnen und einer sich einfach zurückzieht. Der Sohn sich immer mehr zurückzieht und dann weiß man auch nicht genau, nimmt er Drogen, was passiert da und so weiter. Und dann haben wirklich die, glaube ich, die Mutter und die Tochter sich hingesetzt und haben das quasi erlaubt. Sie haben erlaubt, dass er sich zurückziehen darf in sich. Ah, cool. Und haben gesagt, ja, und wenn es so ist, dass du in eine Höhle rein musst, weil wir respektieren deinen Weg und geben dir die echte Erlaubnis und wir lieben dich weiter und bewerten das nicht. Und dann ist der irgendwann gekommen. Der ist einfach zurückgekommen und das war wirklich, die haben dann, glaube ich, für ihn gelesen auch. Also das hat eine Woche gedauert oder so. Und dann, ja, ich wollte mal wieder mit euch in Kontakt und wollte mich eigentlich mal melden und so. Und zwei Wochen später, ja, lest doch mal für mich im Feld. Und dann hat sich das verändert. Also eine echte Erlaubnis hat da ganz viel bewirkt. Schön. Nur wenn ich ziehe. Ne? Wenn wenn beide ziehen, dann ist es so dieses klassische Tauziehen. Naja, und da gibt es in diesem Bereich grundsätzlich kaum einen Gewinner. Weil beide nur zerren, Recht haben wollen, sich vom anderen nicht gesehen fühlen. Und wenn man der ist, der den anderen sieht, auch wenn es weh tut, weil man denkt oft, dass man Recht hat, wenn es mal zwischen zwei Menschen irgendwie clasht, da loszulassen, ist eine hohe Kunst. Ist eine echt hohe Kunst. Wenn es schmerzt, trotzdem preiszugeben. Aber wer das macht, bewegt sich einiges energetisch. Schön. Ich habe noch das Thema Finanzen im Hinterkopf gehabt. Das ist ja auch immer ganz spannend, wenn es dann mal in der Familie um Erbschaften geht. Dann ist natürlich dann, da kann es ja richtig zur Sache gehen. Ganz oft. Und für was steht denn dieses Geld dann symbolisch? Also es muss ja dann, sind es dann die Geschwisterenergien, die eigentlich um ihr Schäufelchen und Eimerchen kämpfen, wo das es sich einfach nochmal wiederholt, mit dem Thema Geld als Energie? Also habe ich mir noch nie betrachtet. Müsste ich einmal kurz ein bisschen reinschauen. Was ich als allererstes sehe, ist, dass dort in diesem Erbe ist Energie gebunden. Das heißt, die wurde erschaffen und also das wurde materialisiert, etwas Geld hat sich in etwas mit einem Haus materialisiert oder in Scheinen, im Bankkonto. Und jetzt ist der das grundsätzlich hat, geht weg. Und jetzt ist das eine Energie, die wie erstmal unbeweglich ist, weil der sie nicht mehr hat, der sie da mal grundsätzlich erschaffen hat. Und jetzt entsteht, dass die Familie kommt und versucht, eigentlich etwas Unbewegliches zu bewegen. Ich glaube, wenn wir das wirklich jetzt durchdringen wollten, bräuchten wir noch ein bisschen mehr Zeit, weil das ist ein echt komplexes Thema. Ich sehe, dass da eine Art Schatten rauskommt aus dieser Energie, die dort nicht mehr wirklich beweglich ist. Und dass dieser Schatten etwas, was sehr lebendig ist, das ist beweglich. Ne? Das bewegt sich dann dahin, wo es hingehört. Und das fließt mit im Leben. Und etwas, was nicht mehr beweglich ist, da kommt jetzt hier dieser Schatten raus und der erreicht zuerst die Menschen mit den größten Schattenanteilen, die ungesehen sind. Und die resonieren dann. Und dann geht's los und dann versucht der, das zu bekommen. Und ist auch dann der Meinung durch eine Trübung, dass das richtig ist. Also ist ein komplexes Thema. Da könnte man jetzt sogar ein, zwei Sendungen drüber machen. Ja, wenn ich dir so zuhöre, sicherlich dann auch, wird sich das wahrscheinlich auch so in das Verhalten der Kinder damals widerspiegeln, dass ein Kind sich mehr begünstigt gefühlt hat als das andere. Oder es gibt ja auch dann Eltern, die das Erbe dann auch noch dementsprechend ungerecht aufteilen, wo man denkt,
Es ist sehr komplex, aber es sind natürlich auch diese Herausforderungen auch wieder, sich mit dem Bewusstseinsfeld dann wirklich zu verbinden und sagen, brauche ich das wahrscheinlich? Oder um was geht es jetzt hier eigentlich? Genau, das ist die Muss Frage. Muss ich in diesem Kampf mitmachen? Geht es darum, den Raum zu halten? Ja. Zu sagen, nein, das ist auch mein Anteil und das ist fair und das ist auch richtig so, weil ich den dann auch verwende für etwas, für was Lebendiges, für was Positives für mich. Oder geht es auch darum, loszulassen? Und das ist auch etwas, das muss man für sich rausfinden und da braucht man manchmal auch ein bisschen Zeit. Also man darf auch mehrfach hinfühlen in solche Situationen, worum geht es eigentlich? Darf das Ergebnis, was man bekommen hat, auch nochmal abprüfen? Mal 2 Tage liegen lassen oder eine Woche, je nachdem, was es für ein Thema ist, und wieder hinfühlen. Und wenn ich mehrfach hinfühle und immer wieder die gleiche Antwort kriege, dann ist das mein Weg und dann muss ich den einfach gehen. Weil manchmal ist der Weg, ich muss auch hier für die Wahrheit einstehen. Ich muss sagen, stopp. Das geht so nicht. Und manchmal ist es auch das Loslassen. Ja, spannendes Thema auch, ja, wieder. Wenn jetzt aber wirklich die Leute sagen, ich brauche so eine Möglichkeit, wirklich selber im Bewusstseinsfeld lesen zu können, wie kann ich das machen, wo kann ich das machen und welchen Zeitaufwand muss ich auch so ein bisschen für mich aufbringen, bis ich in der Lage bin, das für mich auch zu lesen? Also man kann auf jeden Fall mal reinschnuppern. Es gibt einen Online-Erlebnisabend, den ich anbiete, 2,5 Stunden. Da kriegt man wirklich ein gutes Gefühl dafür. Was ist das? Da fühlt man auch das Bewusstseinsfeld schon mal. Ansonsten das Lernen aktuell ist ein Basisworkshop. Der dauert 4 Tage. Und da lernt man es grundsätzlich gleich am Anfang. Also es geht total schnell. Und die restliche Zeit ist, um das zu vertiefen, ist, um Themen aufzulösen. Also die allermeisten Menschen lernen es so schnell, weil die Energie in der heutigen Zeit auch so hoch ist. Der eine oder andere braucht mal noch ein bisschen Unterstützung, die kriegt er dann von mir oder von meinem Team. Informieren kann man sich immer auf der Website, bei YouTube. Also mittlerweile gibt es ja da ganz viele Sachen, die wir auch schon besprochen haben, wo man ein gutes Gefühl dafür bekommen kann. Man kann auf der Website ein bisschen nachlesen. Was das Schöne ist an der Arbeit, vielleicht so als letzten Satz, es ist so für jedermann anwendbar, egal wo man gerade steht, ob am Anfang des Weges, ob man schon fortgeschritten ist, man erfährt nichts von mir. Sondern es ist, dass man diesen Raum einfach sich selbst näher kommt. Und dann macht man dort genau das, was dran ist. Also es ist total individuell, es ist nicht von mir ausgedacht, es gibt keine Symbole, es ist sehr frei und das ist das, was ich glaub, das mir auch Freie sehr gefällt. Ich glaube, das Freie brauchen wir jetzt auch. Das ist die neue Zeit, anders geht es gar nicht mehr. Also alles, was da mit irgendwelchen Regeln und Ritualen und so, das nee. Ja, oder der Meister kommt mit seiner Energie noch mit, so Meisterlinie und alles. Genau. Das ist in Ordnung, dass es das gab, aber in der neuen Zeit gibt es das nicht mehr. Da ist einfach nur frei, da wird etwas erinnert, da übergibt man auch nichts. Ich übergebe energetisch auch nichts an andere. Ich zeige, da ist der Weg, so wurde er mir gezeigt, jetzt kannst du ihn selber gehen, er ist völlig frei und danach, nach dem Workshop, nutzt du ihn einfach für dich, weil es ist dein Weg. Schön. Vielen Dank, lieber Stefan. Ah, danke, Corinna. Ich freue mich immer, wenn du da bist und vor allen Dingen dieses Freie da, das ist halt, das liebe ich. Weil auch die Zuschauer, ja, dieses Eigenverantwortung, mein Leben in die Hand nehmen und nicht mehr an irgendwelchen Regeln oder Instanzen da sich orientieren wollen. Ja, danke. Danke dir. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei waren, sich die Zeit genommen haben, unseren wunderbaren Gästen zu lauschen. Und ich bedanke mich sehr dafür. Bis bald. Tschüss.